Erleben wir heute das, was man als Turnaround Tuesday bezeichnen kann, also als ein Wendedienstag, Auftakt vielleicht für eine Korrektur nach dieser immensen Rallye, die wir gesehen haben in den letzten Tagen und Wochen. Das muss sich noch zeigen, aber es sind zwei Narrative der Bullen, die heute ziemlich angeschossen wurden. Erstens die KI-Euphorie, die unermessliche Nachfrage nach Chips und so weiter und so fort, ein zentraler Treiber, der die Märkte nach oben gebracht hat, vor allem eben über die schwergewichtete Nvidia-Aktie. Das ist das eine. Und das andere ist das Narrativ des Soft Landings, also der weichen Landung, in die hinein dennoch die Fed sehr, sehr deutlich die Zinsen senken wird. Und dieses Narrativ ist heute durch Daten in Frage gestellt worden. Und wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. Noch ist nicht klar, in welche Richtung das läuft. Aber zumindest ist jetzt etwas Sand im Getriebe, nachdem gestern ja noch alles Beste aller Welten schien. Märchenland, Goldilocks, es kann nur nach oben gehen. Alle euphorisch, alle bullisch. Ich hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass wir hier Extremwerte in Stimmungsparametern und in anderen Bereichen haben. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Und das, was diese KI-Euphorie heute sehr stark angeschossen hat, das ist ASML, dieser Chip-Maschinenhersteller, der also praktisch das Nadelöhr ist überhaupt für diese ganze Chip-Industrie, auch für Nvidia. Das ist die Firma, die die Maschinen herstellt, mit der dann TSMC in Taiwan eben Chips produziert, die von Nvidia wiederum designt werden. Also kann man sagen, naja, die Zahlen, die sind schon aussagekräftig, wenn dieses Unternehmen, das ein Alleinstellungsmerkmal hat, eben diese Zahlen berichtet. Und diese Zahlen waren sehr, sehr katastrophal. Wir haben für das dritte Quartal jetzt Bookings von 2,63 Milliarden Dollar. Erwartet war 5,4 Milliarden Dollar. Also faktisch die Hälfte weniger. Und das ist natürlich ein unfassbarer Einbruch. Auch der Ausblick ist sehr, sehr schwach auf 2025 mit 30 Milliarden bis 35 Milliarden statt eben mindestens 35 Milliarden, wie man vorher berichtet hatte. Wir sehen, dass ASML dann immerhin mit das wertvollste Unternehmen, das Europa zu bieten hat, nach Marktkapitalisierung dann 16% auf die Mütze bekommen hat. Hieß es nicht Insane Demand von Mr. Jensen Huang, dem Chef von Nvidia? Also man könne sich gar nicht retten vor Nachfrage, aber das scheint jetzt ein bisschen eine seltsame Aussage zu sein. Lügt der Nvidia-Chef oder sind das verschiedene Baustellen? Kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen. Jedenfalls sehen wir, dass heute aufgrund dieser KI-Euphorie Apple nochmal ein neues Allzeithoch sogar erreicht hat, weil man eben hoffte, dass KI bei den iPhones den Unterschied machen wird. Bisher hat sich das in den Lieferungen, in den Bestellungen für die iPhone 16 überhaupt nicht gezeigt, aber man darf ja mal träumen schließlich. Aber möglicherweise ist auch hier ASML eben ein Schuss ins Knie der KI-Euphorie. Und hier sehen wir, wie zum Beispiel bei der Nvidia-Aktie sich das Ganze abgespielt hat, die Aussagen von Jensen Huang. Insane Demand vor einigen Tagen, jetzt kommt ASML, not insane demand, also nicht praktisch komplett unermessliche Nachfrage. Und wir sehen, der ganze Semiconductor-Bereich, der ganze Halbleiterbereich, der ist unter Druck mit einer Nvidia 5%. Wir sehen aber AVGO, das ist Broadcom, wir sehen AMD, alles was hier nicht auf den Baum kommt und nach Chip riecht, das ist heute unter Druck. Und das bringt natürlich auch den Nasdaq unter Druck, der hier dann so ein Kerzchen gemacht hat. Eine bärische Divergenz war ja schon ohnehin länger der Fall, sowohl beim MACD als auch bei der Stochastik, als auch beim RSI und wie sie alle heißen. Mal sehen, wie sich das Ganze auflöst. Wir haben hier noch ein Gap, das wir vielleicht füllen und das als Unterstützung dienen kann. Aber das ist natürlich jetzt schon ein Schlag ins Kontor. Es wird, glaube ich, diese Woche noch TSMC kommen, also die Taiwanesen. Was die berichten, kann natürlich wieder einen anderen Blickwinkel geben, muss man also abwarten. Insgesamt ja die Stimmung extrem, wir hatten Fear and Greed Index, extrem euphorisch, 6 von 7 Komponenten sind in Gier oder extremer Gier.
Nur Volatility Index, nämlich der VIX, der ja relativ hoch ist für die Allzeithochs, die wir derzeit sehen, der zählt nicht dazu. Und oft wird es dann eben ein bisschen zu heiß, wird die Luft ein bisschen zu dünn, wenn die Gier zu groß ist, wenn alle letztendlich schon im Boot sind und gekauft haben. Und so sagte die Bank of America: Kinder, vielleicht ist es Zeit, mal hier Gewinne mitzunehmen. Denn wir sehen, dass die Cashquote sehr stark gefallen ist, jetzt unter 4%, 3,9% im Oktober, 4,2% war es noch im September. Das heißt, da ist jeder jetzt im Boot, alle sind drin, es kann nur weiter nach oben gehen. Diese Stimmung war ja praktisch unisono der Fall. Wo sind denn Risiken? Naja, ein bisschen Geopolitik, aber weiche Landung ist garantiert. In die setzt die Fed mit Zinssenkungen noch den Turbo oben drauf und überhaupt wird ja die Berichtssaison auch ganz schick werden. Und so waren 83% der Aktien im S&P 500 über ihrem 100-Tages-Durchschnitt. Bis heute, das war der höchste Stand seit einem Jahr. Ich hatte ja gezeigt, Put-Absicherungen so gering wie seit Juli 23 nicht mehr. Fear and Greed Index extrem hoch, Junk-Bond-Renditen extrem niedrig. All diese Parameter, die zeigen, dass man sich keine Sorgen macht. Und die zweite Angriffsfläche heute für die Bullen, das ist eben dieses Soft-Landing-Narrativ. Zunächst mal New York Empire State Manufacturing Index mit minus 11,9, deutlich schlechter als erwartet. Im Vormonat waren wir das erste Mal seit fast einem Jahr positiv gewesen. Heute hat man wieder einen positiven Wert erwartet. Aber wir sehen neue Orders minus 10,2, Prices paid, also die gezahlten Preise, plus 29, auch deutlich höher als im Vormonat. Wir sehen immerhin, Employment ist gestiegen, aber wir sind vom 30-Monats-Hoch jetzt auf ein 5-Monats-Tief gefallen. Also vor allem in Relation zur Erwartung von plus 3,0 war das schon ein bisschen mies, muss man sagen. Aber noch und zeigt insgesamt das Bild eben bei diesem Manufacturing-Tracker. Den Goldman Sachs hat also, da gibt es ja nicht nur den New York Empire State Index, sondern den Philadelphia Fed Manufacturing Index, diese ganzen regionalen Indizes, die hier von Goldman Sachs eben zusammengefasst werden. Und die sind auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr und das passt nicht so ganz ins Soft Landing Narrativ, auch wenn natürlich die Dienstleistung in den USA gut 70% der Wirtschaftsleistung ausmacht und Manufacturing nur 20%, aber da ist viel Wertschöpfung. Da sind gute Margen, da hängen gut bezahlte Jobs dran. Das ist wie in Deutschland in der Industrie. Und wir haben ja gesehen, den Dow Jones mit neuem Allzeithoch. Kürzlich auch das mit einer negativen Divergenz, vor allem wenn wir dann das Ganze mal angucken mit den Transportwerten, den Dow Jones Transports, der zwar auch gestiegen ist, aber eben nicht auf ein Allzeithoch, der hat ein tieferes Hoch gemacht, während der Dow Jones ein höheres Hoch gemacht hat, also ein nach Dow-Theorie ein nicht sehr schöner Fakt, aber vor allem wichtig jetzt, was macht der Konsument? Und hier ist eben, oder in den USA ist eben der Konsument ja so entscheidend, der ja Kreditkartenzinsen von weit über 20% bezahlen darf. Und jetzt heute Aussagen der Bank of America, die Charge-Off, also die Ausfälle von Krediten, jetzt so hoch wie seit dem vierten Quartal 2013 nicht mehr. Wir haben ja gesehen, dass die Finanzsituation der Konsumenten, die von der Uni Michigan ermittelt wird, ja auch auf dem tiefsten Stand seit vielen Jahren ist. Und dann heute kam noch die New York Fed mit einer Meldung, respektive mit ihrer Umfrage, die sie eben auch einmal im Monat bringt. Und hier heißt es: Credit Delinquency Expectations rise to highest since April 2020. Also seit Corona die Erwartung der Banken, die hier befragt werden, dass Kredite ausfallen oder die Anzahl der ausfallenden Kredite steigt, so hoch wie seit Corona nicht mehr. Gleichzeitig Inflation Expectations tick up. Also gleichzeitig gehen die Inflationserwartungen nach oben. Und das war ja auch der Grund, warum wir gesehen haben, dass die Kapitalmarktzinsen gestiegen sind, weil a, lange Zeit die Daten ja ganz ordentlich waren aus den USA einerseits und b, eben die Fed die Zinsen senkt deutlich und das ja offenkundig weiter tun will, auch wenn eben jetzt zuletzt die Inflationsdaten etwas höher ausgefallen sind. Und hier sehen wir das nochmal.
Der Anteil in Prozent von Konsumenten, die sagen, also ich gehe davon aus, innerhalb der nächsten 3 Monate Kredite nicht bedienen zu können, ist jetzt angestiegen auf über 14%. Also um und bei jeder siebte kann in den nächsten 3 Monaten seine Kredite nicht mehr bedienen. Auch das ist ein ganz, ganz klares Warnsignal. Das zeigt, dass da viele schon Oberkante Unterlippe sind, was der Kredite betrifft. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass niemand dennoch eine harte Landung erwartet. Jetzt hier, wenn Sie mal rechts gucken, nur 8% sagen Hard Landing voraus, also eine harte Landung der Wirtschaft. 76% sagen weiche Landung, 14% sagen gar keine Landung, also Wirtschaft bleibt ganz unverändert stark. Und das passt irgendwo nicht zusammen, das ist ein Widerspruch in sich. Und dazu passt auch, dass wir auch hier von der Bank of America die Umfrage unter großen Playern am Markt gesehen haben heute oder veröffentlicht wurde heute. Naja, was sind denn die größten Risiken? Und das war zuletzt noch Rezession. Das ist jetzt im Oktober auf 19% gefallen, hat sich praktisch halbiert. Also kaum einer erwartet noch Rezession, während jetzt plötzlich geopolitische Konflikte eben Nummer 1 sind, vor allem natürlich Nahe Osten, ganz klar. Wir sehen auch Global Inflation Accelerates, das ist wieder deutlich nach oben gegangen und interessant auch US Election Sweep, also dass eine Partei komplett alles gewinnt und dann sozusagen komplett über die Verhältnisse lebt mit Wahlgeschenken oder Geschenken an irgendwelche Interessensgruppen oder Konsumenten oder wen auch immer. Und wenn wir diese Grafik uns nochmal anschauen, dann sehen wir die Credit Spreads, also die Risikoaufschläge, eben für Anleihen ist so gering in Relation zu US-Staatsanleihen wie 2021. Nur mal ganz, ganz kurz, als der Markt sein Hoch erreicht hatte, bevor es dann ja mit den Zinsanhebungen der Fed erstmal nach unten ging in 2022 und seit Platzen und kurz vor Platzen der Hausblase, der Immobilienblase in den USA. Also totale Sorglosigkeit, kann nicht schief gehen und dennoch sehen wir ja so viel Bankrotte in diesem Jahr in den USA wie seit 2013 nicht mehr von Firmen. Wir sehen jetzt, dass die Konsumentenkredite langsam anfangen zu zucken, also da ist man schon sportlich unterwegs. Heute hatten wir in der Zahlen der Banken, die überwiegend ordentlich waren, Citigroup, gesenkte Erwartungen, so einigermaßen übererfüllt, Bank of America war ordentlich, jetzt nicht brillant, aber immerhin. Und wir hatten Walgreens, deren Aktie, diese Drogeriekette, deren Aktie ja im totalen Sinkflug war. Und hier nach den Zahlen, die zwar schlecht waren, aber nicht ganz so finster, wie man befürchtet hat, ist die Aktie deutlich gestiegen. Und wir hatten in diesem Börsenbrief Fugmans Trading Woche diese Aktie aus charttechnischen Gründen als Kauf empfohlen. Und das geht jetzt erstmal voll auf. Also wer Lust hat, der möge sich diese Trading Woche mal anschauen. Und dann United Health, die berichten, dass man eben steigende Kosten habe. Also auch hier wieder dieses Narrativ oder dieses Motiv, genauer gesagt, Inflation, die Aktie zwischenzeitlich 10% im Minus, das hat den Dow mal eben 360 Punkte gekostet, weil eben der Dow ein preisgewichteter Index ist und United Health die optisch teuerste Aktie ist, also den höchsten Dollarstand hat, hat praktisch eine Gewichtung von 10%. Das hat richtig reingeknallt, aber dann hat sich United Health und der Dow Jones wieder ein bisschen erholt. Und wenn alles so schick ist, dann muss man doch die Frage stellen, die Jason Gapford hier stellt: Warum kaufen dann Insider so wenig wie seit 13 Jahren nicht mehr? Wir sehen das hier unten in dieser Grafik, da sieht man die Insider-Käufe, die haben richtig zugelangt bei Corona und Konsorten, aber jetzt ist kaum jemand bereit hier zu kaufen. Vielleicht denken die, es könnte ein bisschen teuer sein und ich hatte heute Morgen ja die Frage gestellt, wer lügt denn, die Aktienmärkte oder die Anleihenmärkte oder der Dollar, beide ja haben sich normalerweise, entwickeln sich normalerweise konträr, sind aber jetzt zuletzt zusammen nach oben gelaufen. Heute sehen wir, dass die Anleihenmärkte so ein bisschen unter Druck kommen, also die Renditen fallen, nicht aber der Dollar und einige Aktiensegmente fallen relativ deutlich, vor allem Tech eben, Finanzwerte stark heute, Energie sehr schwach heute, eben die Bereiche,
je nachdem, wie die Firmen gemeldet haben. Und hier sehen wir eben diese fallende Rendite, 4,04% aktuell. TLT, das ist dieses länger laufende oder dieses ETF, das länger laufende oder Staatsanleihen abbildet. Das erste Mal mit einer positiven Eröffnung seit dem 1. Oktober, muss man sich vorstellen. Wenn TLT fällt, also dieses ETF im Kurs fällt, dann steigern die Renditen und umgekehrt. Und das könnte jetzt zu einem interessanten Zeitpunkt kommen, wo praktisch alle raus sind aus Anleihen. Wenn die Renditen fallen, steigen die Anleihekurse. Jetzt sind alle raus und zwar mit Hurra so viel wie noch nie, so intensiv wie noch nie. Mit unfassbaren Volumina, die da rausgegangen sind aus dem Anleihemarkt und jetzt plötzlich fallen, die Renditen steigen, die Kurse, das ist natürlich blöd. Werden die Aktienkurse weiter steigen? Die Bank of America sagt, das ist ein Verkaufssignal, was wir jetzt bekommen haben. Wenn Sie dazu mehr möchten, wissen möchten, gerne lesen und weiterempfehlen und natürlich auch den zweiten Teil. Da wollen wir uns mal anschauen, was an der Wall Street passiert ist, was mit Bitcoin passiert ist, das heute gestiegen ist. Ich freue mich, das sagen zu dürfen. Und dann mit China, was da wieder ein Sackreis umgefallen ist und dann ins großartig regierte Deutschland gucken. Also ich packe die Links wieder unter das Video. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Servus, ciao.